Yo, was geht, was geht, was geht? Willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar die alte nostalgische Welt der Schlachtung. Nein, natürlich Spaß. Wir befinden uns hier in The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ein Spiel aus 2006 und ich steige jetzt neu ein. Ja, so ein Ding ist das nämlich. Gut, ich muss mich korrigieren. Ich hab's mal angespielt damals und hatte sogar ein, zwei Parts, glaube ich, mal hochgeladen irgendwie, aber dann ging die Zeit, keine Zeit mehr, ging die Zeit verloren, dann hat das alles nicht mehr so funktioniert und dann war das Projekt dann nochmal gecancelt. Jetzt hier aber nochmal neu bei Oblivion. Wundert euch nicht. Oh, diese Musik ist auch schon geil. Wundert euch nicht, ich bin wie gesagt immer noch ein absoluter Neuling in dem Game. Ich habe absolut keine Ahnung, um was es sich so dreht. Also so ein bisschen kenne ich natürlich die Story, ne, mit den Oblivion-Toren, ne, und dem Dietrichen Prinzen Mulag Baal. Die DLCs habe ich auch, die werden wir natürlich auch zocken. Noch eins vorneweg, bevor ich jetzt gleich loslege. Wir spielen das Ganze hier ohne Grafikmods und ohne allgemeinen Mods, weil, wie gesagt, ich bin komplett neu hier drinne. Ich mache das nicht so bei Skyrim, weil Skyrim habe ich ja schon gekannt, bevor ich das Let's Play habe. Und habe es natürlich dementsprechend im Let's Play auch zugemoddet gehabt. Hier mache ich es nicht so, hier spielen wir es richtig original, ohne Mods, also komplett so, wie das Spiel halt eben ist. Nur halt eben mit den DLCs, ne? Also die sind dabei. Zwei Stück sind es ja an der Reihe, genau wie bei, nee, Skyrim hatte drei. Aber egal. Wir fangen jetzt mal an. Let's fucking go. Rein da, neues Game. Lassen wir uns erstmal mitreisen. Also, na gut, die meisten werden es eh kennen, ne? Ist ja so ein altes Game. Aber ich denke mal, tatsächlich als Elder Scrolls Fan sollte man doch mal Oblivion gezockt haben, auf jeden Fall, ne? So, let's fucking go. Rein da! Ich bin gespannt und jetzt halte ich meine Klappe. Mal gucken, was passiert. Genau, das mit dem Gefängnis, da kann ich mich doch dran erinnern, aber das war alles. Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Wow, meine lieben Freunde, Alter, was ein Intro. Da lässt es doch einem glatt das Elder Scrolls Herz doch richtig höher schlagen, oder? Also diese Mucke, da kriege ich schon Gänsehaut. Geil, freue mich. Das wird bestimmt der Shit. Das wird geil. So, dann fangen wir natürlich wieder an mit der Charaktererstellung. Ich werde mal schauen, dass ich so die Parts in dem Game hier so, ja, so 30 Minuten machen werde. 20 bis 30 Minuten, schauen wir mal. So, da wir ja im vierten Teil ja in Cerodiil spielen und das der Heimat der Kaiserlichen ist, denke ich, bleiben wir hier auch direkt, ne, bei Kaiserlicher, genau wie ich es in Skyrim halt, ne, dann auch den Nord gespielt habe, werden wir hier auf jeden Fall den Kaiserlichen spielen. So, ich lasse mir ein bisschen Zeit bei der Charaktererstellung. Wir fangen erstmal an, Rasse passt. Ach du meine Güte. Ich muss mich erstmal, das ist ja auch nochmal ein bisschen anders alles als, ne, von Skyrim, wie man es halt kennt.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, Ah, na gut, Moment mal. Ja, das passt eigentlich alles schon. Natürlich kann man dementsprechend auch wieder ein bisschen Quatsch einstellen, aber ich möchte alles soweit noch einigermaßen gut aussieht. Wahrscheinlich sieht es am Ende richtig scheiße aus. Egal, wir machen mal weiter und gucken uns das Ganze hier mal an. Ich bin da, ich freue mich. Ich freue mich. Wir lassen uns einfach. Ach, das ist okay. Einmal alles so verstanden. Wir versuchen einfach mal nur. So. Oh no. So. Jetzt nochmal. Oh, ist in Ordnung. Nase. Kommen wir da mal erst in aller Ruhe rein. Ach, das versteht sich ja alles wieder komplett dann. Okay, ja, das ist ein bisschen komisch, aber gut. So. Schwappelig. Ah, ne, schmallippig. Boah, Alter, was ist aber so? Da, ey, da hat man nochmal kurz hier einen Schlaganfall eingesetzt. Gerade hier ein bisschen. Wir lächeln, nein. Das verschiebt sich wirklich alles komplett. Ah, Moment mal ganz kurz. Moment mal ganz kurz. Kann man. Oh. Ja. Also, zack. Beim Gesicht jetzt. Haben wir das Charakter. Augenfarbe ist nett, oder wie? Oder was, oder was, oder wie, oder kommt das dann noch, oder? Boah, das geht so klar, aber die Frage ist jetzt, können wir die Hautfarbe ein bisschen einstellen. Ich habe auch so vor ungefähr, wie ich mich spielen will in Oblivion. So mein Ziel jetzt. Aber ich muss mich ja auch erstmal irgendwie auch da ein bisschen einfinden. Boah, das ist alles so vielleicht passt eigentlich schon. Mir ist eigentlich die ja, Augenfarbe irgendwie gerade mal ja, muss. Ein bisschen. Ja. Keine Augenfarben einstellen oder was oder wie oder? Ja, komisch. Da bin ich jetzt einfach gerade zu dumm. So allgemeine Augenfarbe geht nicht oder was? Augenbrauen ist mir egal, muss ich. Bin ich.
Bad, ne, Bad brauchen wir nicht. Haare? Das mit Haaren? Haare einstellen? Oder bin ich. Ach, hier! Ach, oh Gott! Ah, hier kann ich doch alles. Ach, meine Fresse. So, ich hätte nämlich gerne. Ach, es gibt gar nicht. Egal, dann machen wir blaue Augen. So, blaue Augen. So, zack. Out, was soll das denn? Ah, ne. Passt so. Dann Haare. Oh. Stil, was haben wir denn da für einen Stil überhaupt? Grau, schwarz, schwarz. Schwarz, das will ich auf jeden Fall haben. Ja, da brauchen wir so, dann können wir. Ah, hier können wir die Länge einstellen. Erstmal schaue ich mir mal die Haare so an, die es überhaupt gibt. In ja, die Elfischen. Da irgendwie rauszoomen? Boah, ich habe da absolut keine Ahnung, was das. Wieder am Anfang, ne? Ja, dann würde ich einfach mal hier so nehmen. Länge. Bam. So, ich weiß noch. Wie gesagt, wir hatten ja schon mal ein Projekt gehabt hier. Also wir hatten ja schon Oblivion gespielt und hatten den netten Herrn so genannt. Das werden wir jetzt auch beibehalten dann. So, und wenn ich jetzt auf Beenden drücke, hoffentlich ist das alles gespeichert. Boah. Ja, ich denke, so sieht das doch ganz gut aus. Wir machen jetzt mal einfach hier. Ja, genau. Lucius passt. Bäm. Prima. So, da sind wir. Huch. Best angefügt. Vorwärtsbewegung mit W, Rückwehr, bla bla. Kennen wir. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, wie die Steuerung hier ist. Kann natürlich auch sein, dass ich sie damals schon so eingestellt hatte, wie ich sie gern gehabt hätte. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr nachgeschaut. So, natürlich sind wir wie immer ein Gefangener. Oh, sieh mal an, ein Kaiserlicher im kaiserlichen Gefängnis. Ob Sie jetzt wohl die Trümpfe ziehen? Eure eigenen Leute glauben, ihr seid menschlicher Abfall. Wie traurig. Ich wette, die Wachen lassen euch vor dem Ende noch eine Spezialbehandlung zukommen. Oh, das stimmt. Ihr werdet hier drinnen sterben, Kaiserlicher. Ihr werdet sterben. Kaiserlicher krimineller Abschaum wie ihr wirft ein schlechtes Licht auf das Kaiserreich. Wisst ihr? Ihr seid eine Schande. Es wäre besser, ihr würdet einfach verschwinden. Hey, hört ihr das? Die Wachen kommen, um euch zu holen. Varus, verriegelt diese Tür hinter uns. Zu Befehl. Meine Söhne, sie sind tot, nicht wahr? Das wussten wir nicht, Herr. Der Bote sagte nur, dass sie angegriffen wurden. Nein, sie sind tot. Sie Ich Klingrüstung. weiß es. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen. Was macht dieser Gefangene hier? Diese Zelle ist eigentlich tabu. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Ihr da, Gefangener, tritt zur Seite. Ja, Zum Fenster. macht Bleib mal. aus dem Weg und ihr passiert nichts. Macht mal halblang, Leute. Gefangener, weg von der Tür. Zum Fenster, sofort. Es scheint uns Bleib, niemand zu wo folgen, du Herr. bist, Gefangener. Gut, auf geht's. Wir sind noch nicht aus der Sache heraus. Ihr. Ich habe euch schon einmal gesehen. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft! Was geht hier vor sich? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Ja, was ein Zufall, ne? Wer seid ihr überhaupt? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim.
Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels, und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Warum bin ich im Gefängnis? Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle, denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Warum weiß mein eigener Charakter nicht, warum er im Gefängnis hockt? Ja, der muss da was angestellt haben. Der hat sich wahrscheinlich irgendwo hingelegt, ist aufgewacht, war plötzlich im Gefängnis, er war so eingesperrt. Natürlich war das so. Was sollte ich tun? Ihr werdet euren eigenen Weg finden. Hütet euch, denn vor dem Ende werdet ihr viel Blut und Tod sehen. Bitte, Herr, wir müssen weitergehen. Ich kann mich übrigens nicht bewegen, ne? Also ich... Offen lassen. Von der anderen machen. Seite ist halt öfter noch möglich. Sieht aus, als wäre heute euer Glückstag. Kommt uns nicht in die Quere. Kann ich denn jetzt... Huch! Oh! Jetzt bin ich... Was habe ich denn jetzt gedrückt? Oh! Ach du Scheiße! Okay. Das ist also das Inventar hier. Okay, also, ja, okay, Magie, Leben, bla bla bla, was ist das hier alles? Stärke, Intelligenz, Schnelligkeit, Konstitution, Glück? Okay, also Glück kenne ich nicht, Charisma kenne ich jetzt auch nicht. Aus Skyrim Fall, Schnelligkeit, wie kannst du schnell sich... Wartig. Boah, okay, das, also so ein paar, Willenskraft vor allem, also okay, also diese ganzen Sachen hier mit Intelligenz und sowas ist neu. Allgemein das Ganze hier ist neu irgendwie. Das wird... Okay, da muss ich mich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Wir gucken mal weiter gerade. Athletik, Schwertkampf, Blocken. Das ist so, ne? Wie auch in Sky. Wenn du Einhandwaffen trainierst, schätze ich mal, kriegst du da Punkte drauf. Ja, mit Schwertkampf in dem Fall. Genau, die werden... Ja, genau, Stufe Novize. Okay. Genau, das wäre so mein Ziel in diesem Let's Play. Ich würde mal gerne mit Toten, so ein bisschen auf Totenbeschwörer gehen vielleicht. Das ist so eigentlich was mich mal interessieren würde. Auf jeden Fall, das haben wir ja in Skyrim ja nie wirklich gemacht, dass wir da irgendwie überhaupt was beschworen haben. Oder wenn, dann mal ein paar Sachen nur, aber nie wirklich drauf spezialisiert. Fraktionen, okay. Okay, das ist einfach nur so ein Überblick nochmal an Tagen wahrscheinlich hier. Okay, Kopfgeld, okay, Ruhm. Tage in Haft, okay, Morde, okay, das wird hier alles dann nochmal aufgezählt, gestohlene Pferde, hier, extra nochmal aufgelistet, ist ja klar, da das ist ganz wichtig in dem Spiel. Ja, okay, ja gut, das ist jetzt erstmal, das hier interessiert mich halt hier. Ob ich da später so Punkte für ausgeben kann. Frage ist halt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt Zauber wirke, trainiere ich damit Intelligenz oder muss ich dafür irgendwie Punkte ausgeben? Ich habe absolut keine Ahnung. Gar keinen Plan. So, und übrigens, ne, wer ist jetzt hier in Schande, ne? Ich habe wenigstens Glück und komme hier raus, ne? Verdammter Dunkelelf. Aber er hockt doch selbst im Gefängnis. Seid Schande. Schande, Schande, Schande über euch, dass ihr im Gefängnis hockt. Ja, aber wieso hockst du in dem perfekten Gefängnis? So, wir gehen denn jetzt einfach mal hinterher. Moment mal. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Huch. Scheiße, ich habe gerade keine Ahnung, was ich getan habe. Huch, Hilfe, Hilfe. So, hier kann ich nochmal laufen. Speichert es automatisch einmal. Da links, beschützt den Kaiser. Schützt euch selbst. Der Hauptmann ist tot. Zur Seite, Gefangener. Oh, da ist schon einer der Klingen gestorben eben. Mein Schwert dem Drachen! Seid ihr in Ordnung, Herr? Wir sind in Sicherheit, vorerst. Hauptmann Renault? Sie ist tot. Tut mir leid, Herr, aber wir müssen weiter. Zur Seite, Gefangener! Wie konnten Sie hier nur auf uns warten? Ich weiß nicht, aber zum Umkehren ist es jetzt zu spät. Seid unbesorgt, Herr. Wir werden euch hier herausbringen. Sie wären nicht die Ersten, die Klingen unterschätzen. Ich passe auf. Bewegung. Ihr bleibt, wo ihr seid, Gefangener. Versucht nicht, uns zu folgen. Ja, mach mal. Drückt die Taste R, um eure Waffe oder eure Fäuste
Breit zu machen. Achso. Warum, was ist denn los? Oh ja, da kommen schon die ersten Gegner. Die boxen mir weg. Bäh. Bäm, friss das. Ihr Mistviecher. Ratte. Okay, die heißen ja einfach Ratte. Skyen hießen die ja Skiva. Huch. So, looten wir mal. Ich habe jetzt zwar gerade. Scheiße. Ah, hier ist. Oh Gott. Ihr braucht eine Waffe. Durchsucht Hauptmann Renaults Leiche. Ihr könnt jeden Behälter öffnen, indem ihr euch ihm nähert und E drückt, sobald die Bezeichnung erscheint. Macht. Der Topf. Macht denn überhaupt Rattenfleisch? Schaden, Ausdauer. Das ist, glaube ich, also auch für Alchemie, ne? Also so, wie man es halt eben auch aus Skyrim kennt. Gewand der mythischen Morgenröte. Übrigens, ne? Gibt's auch in Skyrim die mythische Morgenröte, Leute. Ja? Ne, die Quest mit Merunes Dagon und diesem Messer. Dieses Messer, wo ihr die Bruchstücke finden müsst und bei dem Museum in Dämmerstern, ne? Da müsste es jetzt eigentlich klingeln bei euch. Was ist das hier überhaupt alles, sehe ich gerade. Also das ist der Wert, ne? Also Wert ist das nix und das wiegt wahrscheinlich das Gewicht, oder? Der Wert, Gewicht, Verteidigung, was das Herz ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wir nehmen auf jeden Fall das hier mit, Lebensenergie wiederherstellt. Ein guter Trank. Bam. Also ich würde mal sagen, dass das jeder Ding das ich darstellen soll. Wie viel? Oh mein Gott, ich drücke immer falsch. Wieso? Muss ich immer auf fertig drücken oder was? Ach nee. Drückt. Ja, um das Journal zu öffnen. Ja, das habe ich ja eben gemacht. Attribute, genau. Euch mit Rüstungen und Waffen aus der Rüstung Zaubersprüche zu wählen. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen was an der Steuerung machen. Hier, ein Katar. Nicht die komplett ausnehmen. Fackel. Also nicht das ausnehmen, meinte ich, ne? Also ich meinte die Rüstung nehmen, aber scheint nicht so. Wir haben hier noch ein Stahlkurzschwert, aber ich glaube, das Katana wird eh stärker sein. Hier, der hat gar nichts so. Also das Gewand ist ja eh nichts wert und wirkt nur unnütz. So, auf jeden Fall habe ich irgendwie auf Q irgendwie was gemacht eben. Und zwar das hier. Damit heile ich mich. Okay. Q ist irgendwie ein Heilzauber aktuell. Ja, das war jetzt gerade alles. Was ist denn das Herz? Soll das jetzt bedeuten, dass die Waffen hier kaputt gehen können oder wie oder was? Hier Gold, lohnt sich das? Rostige Eisen? Nee, das. Nicht mit. Erstmal nochmal kurz. Das ist sehr klickt auf das Faustsymbol und Journal. Um das Inventar zu öffnen, von hier aus könnt ihr euch mit Waffen ausrüsten. Wir darauf klicken. Okay. Also Waffe hier. So. Das haben wir an. Bullshit hier. Nur Gefangenenkleidung. Kann ich da irgendwie raussuchen? Ah! So geht das. Ja, das ist so besser, glaube ich. Wir haben einen Trank, eine Fackel. Kann ich. Ah ja, genau. Perfekt. Ich glaube, das ist der Schaden, ne? Da ist auf jeden Fall das Katana um einen Punkt besser. Das ist das. Ach du Scheiße, das Katana ist ja gar nichts wert. Null. Hier angeschlagen schon leicht. Boah, ne, ich drücke immer. Ich muss auf jeden Fall nochmal an der Steuerung was machen. Gut, wir haben die Fackel. Immer ein bisschen besser. Wir hatten Dolch. Eisenpfeile nehmen wir mal mit. So, komm. Oh ja, guck mal hier. Idrische. Da bin ich mal gespannt, wie das hier ist. Oh, Gold. Ist. Lass uns mal da. Hier liegt auf. Was? Jetzt, wo ihr Pfeile habt, nehmt den Brunnen zur Hand und. Auch. Ja, ich will mal gucken, ob ich die Favoriten da irgendwie da ausrüsten kann. Cool, wenn ihr einen Dietrich besitzt, könnt ihr damit versuchen, ja, die Schlösser aufzubekommen. Bewegt den Dietrich aufwärts gegen einen Bolzen. Wenn der Bolzen das obere Ende des Schlosses erreicht, klickt die linke Maustaste, um ihn dort zu fixieren. Wenn alle Bolzen oben sind, öffnet sich das Schloss. Okay, das ist definitiv anders. Was? Automatische Versuche. Was ist das? Das ist wahrscheinlich das von selbst irgendwie kriegen. Schlossstufe sehr leicht. Ja gut, dann. Also oben und dann linksklick. So. Ah!
Ah, okay, verstehe, verstehe. Eins ist schon mal sicher. Das wird Abfuck. Um mit dem Bogen zu schießen, müsst ihr mit dem Bogen und Pfeilen ausgerüstet sein. Geht jetzt zu eurem Inventar und rüstet euch mit beidem aus. Das ist ja wie ein Tutorial hier gerade noch. Aber das mache ich erstmal. Oh, da war eine Ratte. Komm her. Oh, ups. Bäm. Riss mein Katana. Oder das Katana vom Hauptmann. So, ich drücke immer die falsche Taste. Da muss ich auf jeden Fall nochmal was um. Nochmal Eisenpfeile. Keule nehme ich nicht mit, aber den Dolch nehme ich mal mit. Die Keule wiegt einiges. Oh, was ist denn das? Ein Goblin. Goblin-Schamane. Hier gibt es Goblins. Das ist ja mal interessant. Gab es in Skyrim so nicht, da gab es nur die Rieglinge, ne? Also, das waren ja eigentlich theoretisch auch Goblin, ne? Eisenschlüssel. Kriege die Keule lassen wir eben wieder. Ach, Moment mal. Ich habe doch noch Inventar, hier. Ich habe doch noch eine Rüstung, ne? Hier, guck mal. Zack, zack. Und das Schild nehme ich mal, anstatt die Fackel. Ich hoffe, man kann da noch genügend gehen. Wie kann ich denn Sachen eigentlich ablegen? Wie geht das denn? Muss ich mal offscreen raushinden. Gleich, weil der Part ist eh auch gleich vorbei. Hilfe. Ja, okay, das ist arschdunkel. Noch dran. Ja, die Fackel nehmen wir mal alle mit, würde ich sagen. Fertig. Ich werde mal offscreen auch gucken, wie das mit den Zaubern ist. So, wir sollen aber den Bogen ausrüsten. Das machen wir jetzt mal noch schnell. Über die Waffen. Bam, bam. Ich gucke auch dann offscreen nach den Favoriten, wie das alles funktioniert. Auf jeden Fall. Dauernd. Jetzt seid ihr bereit, das Bogenschießen zu üben. Der Eimer neben dem Brunnen gibt ein gutes Ziel ab. Haltet den rechten Schalter, um den Bogen zu spannen. Ziehen. Lasst den rechten Schalter los, wenn ihr schießen... What? Rechten Schalter? Ich habe linke Maustaste. Guter Schuss, ihr könnt Pfeile aus der Umgebung aufheben und auch manche eurer Pfeile wieder einsammeln. Die in toten Gegnern stecken. Ja, das... Bam. Sehr schön. Prima. Gut. Meine Freunde, aber ich beende jetzt hier erstmal den Part und werde jetzt hier gleich erstmal noch ein paar Sachen umstellen und dann sehen wir uns einfach genau an der Stelle wieder. Bei Oblivion. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sage Skyrim, weil ich jetzt ja wieder in einem Elder Scrolls Teil drin bin und einfach so lange Skyrim gespielt habe und Oblivion eigentlich nie gespielt habe. Ja, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen und der kleine Einstieg hat ein bisschen lang mit der Charakterstellung gedauert, aber da bin ich doch meistens immer, ist mir dann doch schon wichtig. Ja. Gut, dann bis dann. Macht's gut. Ciao.